Krieg muss ihre Waffen schaffen. Wir haben uns nie vertraut, wir bleiben der Gesetz. Und jeder Cent, den wir wird wieder investiert. In das, was wir nicht zählen, in das, was investiert. Und wenn ich ganz kurz überlebe, was könnten wir erreichen? Wir spielen keine Post-Songs. Wir lieben nur die harte Melodie. Wir schossen auf den Mainstream. Lassen nicht in eure Strategie. Nein! Tod. Kann man jetzt von halten, was man will. Ist auf jeden Fall ziemlich komisch, wenn dann so ein riesiger Haufen kleiner Dorfkids irgendwie brüllt im Schein der Wasserwerfer und sonst wie was und zeitgleich darf die Polizei hier ganz offen aufs Gelände und fährt die ganze Zeit hier rum. Ja, das war's soweit für heute. Jetzt nach Betontod freuen wir uns auf die nächste coole Punkband. Also, ich wollte die Addicts immer schon mal live sehen und ich freue mich, dass sie hier spielen. Also, viel Spaß mit den Addicts. Ich bin wahnsinnig aufgeregt, eine so alte, coole Band zu sehen und danach sehen. Thank you.
Das waren die Addicts. Ich bin völlig platt. Es war ein unglaublicher Pogo, es war eine unglaubliche Live-Show. Ich weiß nicht, wie ich das überleben soll. Also ich Thank you.
Dropkick Murphys waren irgendwie ziemlich cool, aber war ganz schön was los. Es war irgendwie zu voll und waren ziemlich viele komische kleine 14-jährige Kids, die dann entweder überhaupt nicht wussten, wie sie pogen und die dann auch erstmal ganz schnell das Weite gesucht haben. Es ging richtig los, viele Leute, die ziemlich brutal gepokt haben. Irgendwann wurde es dann besser. Ja, und soweit. Ich hoffe, es wird morgen irgendwie genauso lustig. Also ich bin jetzt echt ganz schön platt. Was gibt's noch zu sagen? Ja, also es war echt irgendwie zu heavy. Irgendwie alle Leute sind bei Addicts ferngeblieben, wollten nur die Dropkicks sehen und ja, war dann irgendwie ziemlich voll, ziemlich angespannt, ziemlich viele Leute, die einen wild von hinten geschubst haben. Also es war nicht so angenehm, aber auf jeden Fall eine geile Live-Stimmung. Verstehe schon, wieso die Band so beliebt ist. Okay, ich bin jetzt absolut platt, mir tut alles weh und mal gucken, wie morgen der Tag wird. Freue mich schon drauf, aber es ist jetzt gerade, morgen ist Halbzeit und morgen geht es eigentlich erst richtig los. Vielleicht wird es ja morgen nicht so voll wie jetzt die letzten Tage, weil morgen natürlich mehrere Bühnen geöffnet wird und dann entzerrt sich ja vielleicht alles ein bisschen. Auf der anderen Seite ist morgen Wochenende. Wir sind gespannt.